Herr Born, Marvin Ducksch ist schwer verletzt. Wird der SC Paderborn jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Ja, wir werden jetzt schon prüfen, wie wir uns noch für die Rückrunde verstärken könnten, weil Marvin über einen längeren Zeitraum ausfallen wird. Es kann bis zu 6 Wochen, dann wird auch eine gewisse Zeit brauchen, bis er wieder fit wird. Und es wäre leichtfertig, jetzt nicht zu handeln. Sie werden einen Transfer noch tätigen oder mehrere? Ich denke, es wird auf einen Spieler hinauslaufen, denn ansonsten sehen wir uns gut aufgestellt und wir hatten ja auch den Spielern, die jetzt da sind, unser Vertrauen ausgesprochen. Der Spieler wird ausgeliehen oder fest verpflichtet? Das werden wir schauen. Wir sind jetzt dabei, verschiedene Optionen durchzugehen und das ist natürlich im Winter Transferfenster nicht so einfach, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir bis Ende Januar dann eine Lösung präsentieren können. Stichwort Verträge, 14 laufen aus. Sie haben vor dem Trainingslager gesagt, Strohlig und Kruse hätten unterschriftsfrei für Verträge vorliegen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, dem ist so. Darüber hinaus haben wir auch Daniel Brückner ein Angebot gemacht. Ja, mit Alba Meyer sind wir in Gesprächen. Mit dem Berater von Jens Wömmer ist ein Gesprächstermin fest vereinbart. Und darüber hinaus werden wir auch allen anderen Spielern im Laufe des Trainingslagers eine Rückmeldung geben und mit ihnen Gespräche führen. Rechnen Sie in Belek noch mit Abschlüssen? Gut, das muss man sehen. Es gehören ja immer zwei Parteien dazu. Aber ich hoffe schon, dass sich die Spieler, die Angebote vorliegen haben, möglichst kurzfristig entscheiden. Ist eine Deadline? Eine Deadline gibt es nicht. Aber wenn die Spieler natürlich zu lange warten, werden wir auch Alternativen prüfen.